Mitten im Wald, am Ufer eines toten Seitenarms des Tajo, hatten die Raben Bäume gefällt und Unterkünfte errichtet, die eher eilig zusammengeschusterten Verschlägen als Hütten glichen. Kaum jemand war zu sehen, nur zwei Frauen saßen mit dem Rücken zu ihnen am Ufer und wuschen Kleidung. Kaven hatte wohl den spöttischen Zug um Joras Mund bemerkt und sagte, »Wir hatten keine Gelegenheit, ordentliche Häuser zu bauen. Die Arbeit auf den Feldern der Alten und die mühsame Beschaffung von Essbarem kosten uns einen Großteil unserer Zeit.« Jora zog ärgerlich die Brauen zusammen. »Warum hast du mich denn hierher geführt? Doch hoffentlich nicht, um mir dieses jämmerliche Lager zu zeigen.« »Nein, wir möchten mit dir sprechen«, sagte er geduldig. »Wer ist wir?« fragte sie schroff. »Ich und meine engsten Berater.« Er führte sie zu einer Hütte, hinter der zwei Männer und eine Frau um eine erloschene Feuerstelle saßen und Jora und Grimm erstaunt musterten. Die Vertrauten Kavens hatten wohl nicht mit ihrem Auftritt als Kriegerin gerechnet. Sie kannte sie alle. Den hageren, glatzköpfigen Lars, der ihr stets mürrisch begegnet war, wenn sie wegen Kaven um Haralds Schmiede herumgeschlichen war, jedoch weniger gut als Bodo, den sanftmütigen Riesen, dem man durchaus zutrauen konnte, einen Hammer wie ein Kriegsgott zu schwingen. Vor ein paar Jahren war Jora aus Liebe zur See hin und wieder mit den Fischern hinausgefahren, einmal in einem Boot, dessen Führung Fenrir seinem Knecht Bodo anvertraut hatte. Damals hatte sie erfahren, dass Bodo als Junge aus seiner ostfränkischen Heimat geraubt und versklavt worden war. Das Schicksal hatte ihn schließlich in Fenriers Haushalt geführt. Doch dort hatte kein Kriegshammer auf ihn gewartet, mit dessen Umgang er sich hätte vertraut machen können. Stattdessen hatte ihn die Peitsche in der Hand seines Herrn gehorsam gelehrt. Jora grüßte Alma, eine kräftige, zupackende Frau, die ebenfalls im Haushalt von Fenrir gedient hatte. Über ihrer hohen Stirn kräuselte sich kurzgeschnittenes, rabenschwarzes Haar, dunkle, tiefliegende Augen und ein schmaler Mund verliehen ihren Zügen einen zurückhaltenden, strengen Ausdruck, so auch jetzt, als Alma ihr zunickte. »Setz dich zu uns«, forderte Kaven Jora auf. Bodo machte den Anfang. »Wir alle wissen es sehr zu schätzen, dass du uns bei unserer Flucht geholfen hast«, und verurteilen Sheas hinterhältige Tat zutiefst. Jora nickte ihm freundlich zu, worauf er fortfuhr. »Ich habe gestern Abend mit vielen Raben gesprochen. Sie verehren dich für das, was du für uns getan hast und erdulden musstest, fast alle hegen den Wunsch, dass du eine von uns wirst. Deshalb, übernahm Lars, wollen wir dich morgen Abend feierlich in unseren Bund aufnehmen, falls du dir als Fürstentochter nicht zu schade dafür bist, dich mit ehemaligen Unfreien zusammenzutun.« Das Lächeln des sonst so mürrisch dreinblickenden Mannes war mehr zu erahnen, als tatsächlich zu erkennen, doch er blickte sie aus freundlichen Augen an.